Hallo zusammen, willkommen zu Your Own Light. Ein neues Indie-Horror-Spiel. Ich kann bis heute noch nicht unterscheiden, warum das manche einfach Horror-Spiele sind, das andere Indie-Horror-Spiele sind. Kann mir das mal bitte einer erklären? Nein. Bitte? Und ich würde sagen, wir drücken direkt auf Start. Few controls. No one need this. Wir brauchen nur Play. Bevor der vor dem Unfall war der Fall. Und bis zum 24.02.2007. Yo, what the fuck is that? Was geht hier los? Will doch hier raus, aber ihr lässt mich nicht, weil ich nicht in die Steuerung geschaut habe und das laut. Ich sehe es jetzt schon mal, wie meine Stimme nicht hört. Dann lass mich doch aus das Evacuate Building, whatever, tun. Yo. Freitag, August 25.02.2017. Oh, ist doch mal so lange her. Oder ist es sogar erst noch? Keine Ahnung. Zumindest ist kein Freitag, der 13. Und wir warten und warten und warten und warten. Hallo, hier ist der Junge aus der Zukunft. Im Hintergrund lief ein ganz leises Geräusch. Und ihr müsst eure Headphones komplett auf ganz lautschen, so laut wie es geht, damit ihr es hört. Haha, verarscht. Nö, und jetzt genießt doch das Video. Der muss jetzt einfach sein, sorry. Finden einen komfortablen Platz zum Arbeiten. Warum ist alles so überbelichtet? Hallo? Warum ist der alles so hell? Look here. Press E. Okay. Ich presse E. Yo, what's up? What the fuck is this? This Nebel, I don't like it. I don't like this Nebel. Könnt ihr auch selber was setzen. Hab keinen Boss drauf. Das Programm ist von dem halber abgeschützt, aber scheiß drauf. Und es ist 11.30 Uhr am Nachmittag. Oder am Abend, um genau zu sein. Darf mich bewegen? Hallo? Spiel. Höre Stimmen. Ach, will mich trotzdem mal bewegen. Spiel. Spiel. Darf mich bewegen. Und es ist zwar eine nette Aufgabe, nicht die beste, vor allen Dingen. Press Tür open. Okay, soll eine Taschenlampe finden und die Treppe runtergehen. Vielleicht tue ich das, vielleicht aber auch nicht. Okay, drin ist mir zu dunkel. Nice, haben eine Taschenlampe. Die ganze Nacht doch schon geleuchtet, aber scheiß drauf. Und das hier ist ein schönes Badezimmer. Wow. Und
bin ich halt durch die Tür durchgegangen. Das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Das. Ich glaube, der Entwickler war was faul. Schade, es liegt mir auf der Zunge. Ich habe irgendwann mal schon mal so ein Spiel gespielt, nicht auf dem Kanal, sondern privat. Das hat punktgenau dasselbe Haus. Hier ist Büro, hier ist Safe. Wir scheinen dort immer spielen, in anderen Spielen auch am Tisch. Dann ja. Tür sieht geleckt aus. Dann ist hier noch ein Bad. Ha. Yo. Das ist geile Musik hier. Und ich kann mich nicht ducken. Das ist doch schön hier. Schön gemütlich, schöne Bilder. Und warum flackert hier alles? Welcome back to a late night transmission with Gary Huntman. We received some news of a girl being sighted out on the street near the new building. This is where the old building mysteriously flashed. And yo, some rumors say that nice, there was a girl that was trapped inside it while it happened. What the fuck is this? Reports say that when they walked into the church, she randomly disappeared. Nobody can explain this scene occurred, but so far, we agree that it was just a replanted by the man. Fehler mitgemacht, und zwar hat er den Rest drumherum verdammt krass abgeschwärzt. Und jetzt? Jo, jetzt sind wir verdammt schnell auf. You left me alone. Ich hab dich allein gelassen. Wen? Wer bist du denn? Mein Name ist Jeff. So ein süßer kleiner Hase. Oh, ich hab dich allein gelassen? Nee. Nun willst du sterben. Da sieht man mal wieder, wie schlecht man Leute programmieren kann. Guckt. Das sieht geil aus für ein Intro oder so, aber warum leuchtet die Schrift? Kann ich mit dem spielen? Oh, yay, ich kann mit dem spielen. Ich verbringe jetzt mal eine Zeit mit dem Ball. Kinderzimmer. Oh, ein langer, dunkler Flur. Jumpscare, oder? Ich sehe schon kommen. Oh, das ist natürlich auch eine Lösung. Nach Sprinten oder sowas? Kommt nicht näher, oder? Da hat sein Kopf ganz leicht bewegt. Warte, das ist doch der Raum vom Anfang. Ich will raus. Sieht doch ganz schön aus, Hasi. Und du hast dein Herz auch wieder. Was hast du denn für Störungen? Hm? Your own life. Ja, war das ernsthaft schon das Spiel? War es das schon? Ihr wollt mich hoffentlich verarschen. Nein, es war das Spiel. Nice. Nein. Was?
Ich verstehe noch nicht, was da abging. Leute, ja, die Grafik war nett, die Schauchen war akzeptabel, aber wenn ihr ein Horrorspiel programmiert, bitte haut Story hinein, bis es nicht mehr geht. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Und wenn du noch nicht hast, abonniere mich bitte. Danke. Dann würde ich sagen, es ist wieder vorbei in 3, 2, 1, jetzt.